Hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Portal 2. Ja, mit am Start ist der Nero. Yo, servus. Ja, und wir sind jetzt hier, wie es ausschaut, im letzten Ding, Abschnitt, Level 5, keine Ahnung. Wir müssen jetzt auf jeden Fall, ich denke mal das, dahin, und dann wird man darüber geschleudert, oder? Ich probier's mal. Und das sieht sehr gut aus, ja. Pock und yay, jawohl. Und da kommt auch Geronimo. So, auf ins letzte Level. Also, ich denke mal, dass das letzte Level ist. Wie ist denn eigentlich die Kategorie? Und zwar ist das Bewegungsgele. Begeben Sie sich in die Demontagekammern, okay? Ja, ich denke mal, jetzt gibt es hier keine Tipps, Tricks oder irgendwas. Jetzt ist hier bestimmt Schluss mit lustig. Jetzt wird bestimmt alles vereint. Oh. Okay. Und los geht's. Jetzt müssen wir Menschen retten zum Schluss. Na, mal gucken, ob uns der PC oder zumindest dieser Computer wieder, ich sag mal KI lieber, diese KI wieder verarscht. Oder... Die letzte Strecke ist eine Übung zum Erreichen der Menschenkammer. Dieser Test hat also sogar einen Sinn. Ohne menschliche Testsubjekte ist das alles, rein wissenschaftlich betrachtet, völlig sinnlos. Aha. Okay, was passiert, wenn man hier drauf drückt? Okay, da kommt der Fahrstuhl runter. Und der Fahrstuhl. Was ist es passiert? Ih, blaue Farbe. Okay. Lass mal tropfen, ich will mal abbekommen. Ja. Bin ich jetzt blau? Du bist blue, ja. Achso, ich bin ja sowieso blue. Nee, gehen wir hier drauf. Auch, dass der Fahrstuhl runterkommt. Echt jetzt? Wer geht nicht? Ja, vielleicht musst du aber auch auf den Fahrstuhl. Die geht hier an, nicht. Bin runtergegangen. Jetzt ganz simpel. Bestimmt. So, kann man denn hier oben auch irgendwie das oben ist das Exit? Warte mal, ich will was probieren, ganz kurz. Oh, ganz kurz was gucken. Geh doch mal bitte auf den Knopf von dem Fahrstuhl. Bitte, bitte. Kann man denn jetzt hier so... Schade, ich dachte, wir können da oben mit so einem... Cool. Da oben ist aber noch eins, noch so ein Schalter, also müssen wir da irgendwie hochkommen. Der ist wahrscheinlich dafür. Ja, nee, für das. Achso, ja, für das. Was hat das gebracht? Was ist in die Wasser, dieses komische Zeug da. Machst du nochmal? Geh mal in den Fahrschiff, kann man da vielleicht ein Köpfchen drücken, dass es sich irgendwie wandelt, schräg wird oder sonst was? Was soll ich machen? Ja, irgendwie, dass man da ein Knöpfchen drücken kann. Ne? Nein. Hä, Scheibenkleister, was ist denn hier los? Okay, wir haben hier einen Knopf für dieses Wasser, wir haben da unten einen Knopf für die Fahrstühle. Wir können aber die Fahrstühle nicht ganz runterholen. Gibt es denn irgendwo noch eine Möglichkeit?
Habt ihr den Sinn von diesen Fahrstühlen verstanden, von dieser Farbe verstanden? Was für einen Sinn hat das? Ich dachte ja, das war wenigstens. Die gibt doch ganz komische Geräusche, die Farbe. Wenn du da drüber läufst. Aber das wird wahrscheinlich keine Rolle spielen. Mhm. Matsch. Okay. Müssen wir vielleicht beide mal die Farbe drin? Komm doch mal bitte mit auf den Knopf. Vielleicht müssen wir genug schwer genug sein. Nee, auch nicht. Okay, das ist scheppig. Kann man so sagen. Okay, liebe Freunde. Diesmal, glaube ich, haben wir ein Problem. Ja, wir haben nämlich keine Ahnung, was die Farbe ist. Ist da, ja eben, wollte gerade sagen, ist da noch irgendwas? Warte mal. Guck mal, hier oben sind Pakete oder sowas. Ja, wo bist denn du jetzt hin? Ah! Ach, warte, ich hol dir den Fahrstuhl noch. Wie hast du das jetzt rausgefunden? Komm mal mit. Ach, natürlich. Man sollte vielleicht auch die kleinen Dinger angucken mal, wenn sie schon da sind. So, geh du mal drauf. Na, warum ist die da auf dem Knopf? Ja, ja, geh du da mal drauf. Und jetzt siehst du, mit STRL kannst du dann den Sprung vermeiden. Okay, so, jetzt machst du den nächsten Knopf. Und jetzt haben wir dort auch so ein Sprungding. Okay, das ist jetzt. Ach so, nee, das ist immer noch nicht easy peasy. Aber ich muss jetzt trotzdem hier unten stehen bleiben. Alles klar. Macht ihr dann oben den Ausgang? Ja. Alles klar. Gut. Siehst du, irgendwann kommen wir doch alle drauf, überall drauf. Glückwunsch, ihr habt den Test bestanden. Ihr seid wirklich das beste Team, das ich mir nur wünschen kann. Geil, Alter, komm da erst. Zum Glück bist du noch mal in den Raum zurück und hast geguckt. Wahnsinn, geil. Okay, springende Farbe. Wie geil ist das denn? Wundert ihr euch? Sieht so aus, als hätten die letzten Nicht-Testsubjekte andere Menschen hier heimlich gefangen gehalten. Nein. Ich glaube, sie wollten sie bestrafen, indem sie sie nicht mehr zu meinen Tests ließen. Darum konnten Menschen die Strecken nicht bewältigen, weil sie Freunde wie Feinde behandeln. Ach, jetzt weiß ich auch, was ich meinte. Bewegungsgele, also ein Gel. Das habe ich vorher nicht kapiert, was sie wollten. Ja, Bewegungsgele, klar, Bewegungsgele. Na, guck mal hier oben. Was bringt uns ja gar nichts, wenn wir dann. Müssen wir erst mal hochkommen. So, ist hier ein Pfeil nach oben? Achso, man kann aber hier durchlaufen. Bist du jetzt hin? Hä? Ja. Ich bin hier durch, hier bin ich durchgelaufen, hier. Mhm. Jetzt probiere ich mal kurz was. Ach du Gott. Was denn? Guck mal. Hinten, die Farbe kommt durchs Portal durch.
heißt. Ah, du musst vielleicht mal die Farbe. Mach mal hier, dass wir die Farbe hier haben, weil hier ist ein Pfeil nach oben. Dass wir die Farbe hier haben. Ja, super. Hm? So. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt doch ist. Du kannst ja jetzt so ein Portal mit diesen Wirbel da machen, oder? Gehen. Ich guck mal bei dir zu, was da ist. Doch, geht. Aber okay. ich muss ja den Wirbel zu dir holen. Was ist eigentlich, wenn das Portal da lang läuft? Und da. Genau. Ja, gut. Da hinten ist der Ausgang, das heißt, einer muss da stehen bleiben. Gut. Ja. Na, guck mal. Könnte man auch so machen. Oder ach, warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. So. Das hat nichts gebracht. Machst du den Wirbel nochmal hin, bitte? Dann machst du den Portal weg. Nein, du sollst ihn unten nochmal hinmachen. Ja. Ach, hier hin. Entschuldigung. So. Und jetzt machst du das Portal weg. Jetzt hab ich's irgendwann. Muss nochmal machen, bitte. So. Okay. Lass mal alles vollkleistern, das ist wichtig. Gut, jetzt überlegen wir mal ganz kurz. Können wir jetzt herunterspringen, ohne dass wir. Ich weiß ja nicht, ob es hier. Warte mal. Ne, da gibt es ja nichts. Keine weiße Wand mehr. Auf jeden Fall ist hier so ein. Also einer muss hier stehen bleiben. Ja. Aber. So, das könnte klappen. Die Klappen? Jetzt hast du es aber gerade weggemacht. Wow, ja, das ist. Falsche Richtung, ne? Ja, falsche Richtung. Na, aber meinst du nicht das? Warte mal, wenn wir sowieso bitte sterben müssen. Ach, guck mal. Kannst du das so rein? Na, siehst du, alles klar. Da bleib ich jetzt mal da oben stehen. Jetzt verschwendet ihr meine Zeit. Ist auch tot. Okay. Ach, ich hab noch eine Idee. Hm? Und zwar, hier unten. Da? Ja. Transportiert jetzt. Das Gehle, dann springen wir von da nach da und dann weiß ich noch nicht. Ja, dann springen wir und dann kannst du doch von da nach da hinten drauf springen, oder nicht? Ah ne, das ist zu weit, ne? Ich kann das schlecht einschätzen. Ich kann mir dann auch einfach hier das hoch machen und dann kannst du bis hoch und kannst hier oben dann einfach geradeaus machen. Vielleicht das könnte gut funktionieren. Vielleicht musst du einfach bis mit dem Gehle hier rüber springen, weißt du? Gut, alles klar, machen wir jetzt erstmal. Ja, jetzt müsst ihr aber irgendwie da unten noch hinschießen können mit dem Gel. Das geht ja nicht. Und sobald du durch die Mauer machst, ist der Schuss ja weg. Aber so wirklich weit springen kannst du aber auch nicht, ne? Kannst du irgendwie. Ganz kurz. Kann ich denn von hier aus irgendwie das Gel? Ne, kann ich ja nicht.
Kannst du da oben nicht hinschießen? Nee. So höchstens. Wenn du machst, ist es wäre okay, das ist nicht genug Platz für beide. Warte mal, vielleicht kann ich einfach mal. Weil nicht, sobald ich durch dieses Ding durchschieße, ist das Schuss weg. Aber wenn du. Ja, da quer rüber kannst du ja auch nichts machen. Ich sag, weißt du was? Wir probieren es jetzt einfach mal. Einer springt jetzt mal da runter. Dann noch ein Portal dahin. Nee, das ist ja Quatsch jetzt, ne? Was hast du vor? Ich hab überlegen. Achso. Weil du mich die ganze Zeit anguckst. Ich bin am überlegen, wie kriegen wir da. Was ist da eigentlich, wenn wir hier. Habt ihr auch nicht. Ah! Distanz von da darüber springen ist zu weit. Kann passieren. Da muss aber auch nichts mehr, oder? Was? Ja, ich bin da bewegt. Warte mal, stopp, ich habe eine Idee. Pass auf, du setzt jetzt drüben, wo der Tropfen reingeht und da oben, also wo der Tropfen reingeht, tust du da hinsetzen und dann dahin. Und ich setze ein Portal dahin und dann dahin und dann spritzt das hier drauf. Ja, jetzt lass mal laufen. Ach, das war doof. Wegen dem Portal müssen wir ja erstmal machen, ne? Moment, ich mach nochmal ein Portal. Warte. Okay, das muss jetzt alles schnell bei mir gehen. So, mach mal. Achso, mach nochmal. So, scheiße, Tropfen nicht geachtet. Ach, das war auch doof. Okay, warte. Nochmal bitte. So, wenn du die Tropfen hast, habe ich eine Idee. So. Pass auf, und jetzt haben wir hier unten alles drauf. Ja, hat funktioniert. Bingo. So, und jetzt muss ich das Portal von da nach da machen. Weil du kannst rüberspringen. Ich? Klar. Ins Portal rein. Genau. Okay. Jetzt lässt sich einfach bis oben und denke ich mal, kommst du bis rüber, oder? Ich weiß es nicht. Jetzt? Du bist jetzt an der Wand, oder? Ja. Warte mal, ich mache noch das Portal kurz weg. Dass du runterfällst. Kommst du da so rüber, wenn du jetzt so springst? Aua. Okay, also wenn du springst, kannst du dich nicht viel bewegen. Wir sind so nah dran. Und was macht ihr? Warte mal. Achso, geh mal auf den Schalter bitte. Ich bin drüben. Ah, dann geht das doch so. Okay. Und wie soll ich das machen? Ganz kurzen Moment. Ich habe hier das Portal. Das machen wir dann. So, alles klar. Ja, dann lässt du einfach rüber, da drüben ist ein Aufgang. Ah, okay. Boah. Boah, ist das heftig, Mann. Das ist jetzt. Okay. Oh. Ich habe in Vorbereitung der Menschentests einen alten Kummerkasten konsultiert. Der beliebteste Wunsch: weniger tödliche Tests. Lächerlich. Okay. Wie können Sie wissen, dass die Tests tödlich sind, wenn Sie das noch schreiben können? Aber wie sieht's denn aus mit der Zeit? Genau, das wollte ich gerade sagen. 20 Minuten haben wir jetzt. Okay. Ja, liebe Freunde, das war jetzt mal wieder knubbelig, kniffelig, knabbelig, knubbelig.
Und ja, so geht's dann natürlich auch nächste Woche weiter bei Portal 2 mit dem lieben Nero. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns da. Bis denn und tschüss. Ciao, ciao.